Das ist Santa Monica. Klasse, jetzt bin ich hier wie in den Filmen. In den Filmen schaut immer alles so klein aus. In Wirklichkeit ist es riesig. Also ohne Auto ist es echt ein bisschen kompliziert hier. So, ich bin hier am Meer. Santa Monica, Los Angeles, Kalifornien. Das bin ich. Ich bin Aurena Gartikula, Heilerin, Seherin, multidimensionales Wesen. Sternensaat natürlich. Heute geht es um das Thema, wie kommuniziert Gott mit uns. Ich habe heute ein wunderschönes Kleid an und ich gehe jetzt dann auch gleich schwimmen. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich mache die Hand vor das Mikro, dass ihr mich gut hören könnt. Ich zeige euch aber lieber. So. Ja, wie kommuniziert Gott oder das Universum mit uns? Wie ihr seht, alles was erschaffen wurde, alles was existiert, hat einen Ursprung. Jeder Mensch, jede Rasse, jede Kultur, jede Religion, jedes Wesen, jedes Tier, jede Pflanze hat einen gleichen Ursprung. Die Quelle, aus der wir kommen. Und das nennen wir Gott oder universelle Kraft und Macht. Manche nennen es Shiva, Vishnu-Energie, Krishna-Energie, die Dreieinigkeit. Christusbewusstsein, also wir haben unterschiedliche Namen für ein und das Gleiche. Und wie das Universum mit uns kommuniziert, ist über die Herzensebene, über die Tiere, die zu uns kommen, die auftauchen, die Krafttiere. Wie die Wellen, wie der Wind, das Wetter, die Menschen, die uns begegnen, die Pflanzen vor allem. Und ich möchte ein paar so einzelnen Gebiete reingehen. Wenn eine Pflanze, also wenn du ein Haus hast oder einen Garten und dort wachsen Pflanzen, bitte reiß sie nicht raus und lass sie stehen und beobachte, was dort wächst. All die Pflanzen, die in deinem Garten sind, wachsen dort, weil du oder ein Familienmitglied genau diese Pflanze braucht als Heilpflanze, als Kräuterpflanze. Ich habe gesehen, dass so viele Blumen in Tees umgewandelt werden können. Die Passionsblume ist für Nervosität und Ängste. Die Tempelblume, ist Magnolia auch genannt, ist zum Beispiel gut, um den Körper zu alkalisieren. Die Kamille ist gut für Magenbeschwerden. Fenchel ist gut für Magenbeschwerden. Echinacea ist sehr gut, um das Immunsystem zu stärken, ist ein natürliches Antibiotikum. Also ihr seht, jede Pflanze, jedes Kraut, alles was bei euch im Garten wächst, hat eine Bedeutung und ist ein Symbol für euch. Also ihr könnt mal rausgehen in den Garten, Fotos machen von den Blumen und nachgoogeln, was das Universum euch sagen will. Auch die Farben bitte von den Pflanzen und Blumen. Die Tiere, die euch begegnen. Mir sind in letzter Zeit die Quallen mir begegnet, die Eichhörnchen, ganz viele Kolibris, immer wieder der Adler in den letzten Monaten. Dann googelt das bitte, das Universum kommuniziert und redet mit euch. Auch die Menschen, die euch begegnen, begegnen euch liebevolle Menschen oder ständig grantige Menschen. Und wenn euch Menschen begegnen, was sprechen die Menschen, was sagen sie, welches Thema haben sie, was sie sagen, was sie reden? Kommunikation geschieht über Träume, über Gedanken, über Gefühle, über die Intuition, die du hast. Auch Instagram und Social Media oder was auch immer, die Bilder, die ihr seht. Es hat zwar einen Algorithmus, aber da ist auch immer ein Geschenk dahinter, wenn man mal genau schaut. Was verbindet ihr mit dem, was ihr seht? Wenn ihr mal Celestine, die 5. Prophezeiung anschaut, dann werdet ihr sehen, wie alles im Einklang fließen kann, auch wenn wir denken, dass etwas blockiert ist, dass diese Blockade einfach nur ein kurzer Stillstand ist und heißt, hey, stopp, halt, warte, halte ein, überlege, gebe Acht, schau dich um, das sind andere Türen, gehst du durch die richtige Tür. Und was du machen kannst, ist in der Früh, wenn du aufstehst, sage, ich gehe den Weg der Liebe, ich wähle den Weg der Liebe. Die Liebe weist mir den Weg, die Liebe fließt frei durch meinen Körper. Und wisse auch, dass du immer die Wahl hast, dahin zu gehen, wo du hingehen möchtest. Die Frage ist, wo fühlst du dich glücklich, wo geht es dir gut?
Das Universum kommuniziert mit uns in allen möglichen Wegen und Formen. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund für die Heileraktivierung, die ich entwickelt habe. Das ist ein 7-Wochen-Kurs, wo du lernst, mit deinem Herzen in Verbindung zu gehen, mit Mutter Erde und Vater Himmel, denn die führen uns und leiten uns an. Habe starke Wurzeln und Flügel zum Fliegen. Und starke Wurzeln, die dir Kraft geben, die dich nähren und die dir helfen beim Wachstum. Und die Flügel, die dir helfen beim Fliegen und zum eine höhere Perspektive zu haben und zu sehen, wie dein Leben sein kann und wie die Dinge sind, wenn du sie neutral betrachtest. Ich hab euch lieb, liebe Grüße aus Los Angeles, Santa Monica.